Guten Morgen. Bereit für unser nächstes Abenteuer? Ich habe schon unsere erste Route eingerichtet. Die Einwohner von Angel Shores sind gespannt auf unseren neuen Bus. Da ist er. Du kannst jederzeit übernehmen. Steig ein, sprich mit dem Fahrer und übernimm das Steuer. Ich bin noch in dir drin. Wie wär's, wenn wir erstmal unser privates... Machst du jetzt gerade ein Sextape von uns? Nee, jetzt bin ich raus. Willst du fahren? Ja. Oder kontrollierst du nur ja, die Fahrer? Ja, hier. Das Steuer eines Busses zu übernehmen, gehört zu den Privilegien eines Busunternehmers. Diese Route verbindet die beiden Stadtteile Highlander Park und St. Anthony. Fahren wir sie mal ab. Und vergiss nicht, was du gestern gelernt hast. Sei pünktlich und, wie meine Oma immer gesagt hat, Sicherheit geht vor. Hab ein Auge auf die Fußgänger und auf den Verkehr. Hör mal, was ist jetzt mit unserem Sextape? Hast du das jetzt veröffentlicht oder nicht? Ha? Mira, Baby. Weiß dein Stecher eigentlich schon von uns? Ha? Oh ja, genau. Direkt erstmal ein Rollstuhlfahrer am Start. Kommt, Leute. Ich hab Hallo. Eine Fahrkarte, bitte. Oh Mann, ich hab Verspätung. Ich hab keine Zeit. Was? Was hat das zu bedeuten? Nein, keine Tageskarte. Danke. Ich brauche eine Fahrkarte. Sag mal, okay, ja. Nimm doch mal deine scheiß Hand da weg. Hör mal, nimmst du wohl deine Kackhand da weg? Die hat Selfies gemacht. Ich schwör's dir, schmeiß dich gleich raus, Mädel, ne? Du Schlampe, du. Ich hab keine Zeit zum Kontrollieren. Scheiße. Ich muss mich beeilen. Hey, immer noch minus 52, ne? Einfache Fahrt, bitte. Nimm doch deine Kackhand da weg, Mann. Danke. Ja, verpiss dich. Nur hin, bitte. Oh. Senioren, Mann! Was wollt ihr mal mit euren Händen in meinem Gesicht? Corona-Abstand, schon mal gehört? Ha? Eine Fahrkarte, bitte. Du hast zu viel Restgeld? Was? Ist meine Fahrkarte noch gültig? Ich hoffe nicht, dann kriege ich gleich ein schönes Ticket. Du hast zu viel Restgeld gegeben. Weißt du was, das hole ich rein. So. Oh, nein, ich habe sie vergessen. Habe ich doch gesagt, das hole ich wieder rein. Klar. Wo hab ich hier? Ah, hier, bitte. Moment. Komm, ich will den. Was? Danke. Ach so. Was mit Ihnen? Okay, und weiter geht's. Wir haben Verspätung, Freunde. Wir müssen weiterfahren, ja? Ich gebe jetzt Vollgas. Vom Kannstein touchiert. Ich hab deine Mutter touchiert, ey. Dann ist mein Wochenticket abgelaufen. Hoffentlich kontrolliert niemand. Ich habe gerade alle kontrolliert. Der Einzige, der keine gültige Fahrkarte hat, den habe ich erwischt. So.
ich lasse mich davon nicht mehr triggern, ja? Dass hier einer hinten sagt, oh, ich habe keine Fahrkarte. Glaube ich euch nicht. Bearschen kann ich mich selber, ja? Nö. Ich habe die Schlaglöcher abgeschaltet, deswegen fahre ich nicht vorsichtig. Ja. Können Sie bitte die Rampe runterlassen? Ja, sag's mir das bitte früher. Das frühere Busunternehmen wurde von der Stadtverwaltung dicht gemacht, weil sie sich nicht an die Bedürfnisse der Fahrgäste angepasst haben. Ich bin mir sicher, dass unser Streckennetz der Stadt gerecht werden wird und wir das Vertrauen der Leute gewinnen. Deswegen stehen überall in der Stadt alte Bushaltestellen. Manche könnten vielleicht. Alter, euer Ernst, Mann, ich hab schon genug Verspätung. Aber Sie sind ein toller. Danke fürs Klappe halten, Mädel. Danke. So, an den Rollstuhlfahrer hinten Pech gehabt, wir haben Verspätung. Hättest du es mir früher gesagt, hätte ich den Bus nicht abgesenkt. Pech gehabt. So, ich fahre jetzt, ciao. Du Arschloch. Ich möchte bald mal an den Schlüssel halten. Nächstes Mal sag's mir früher, dass du raus willst. Dann senke ich den Bus erst gar nicht ab, ja? Sorry, ich hab ganz vergessen, außen zu starten. Ja, die nächste Haltestelle ist ja auch schon direkt hier. Ja, bitte sehr. Jetzt machen wir Rampe. Jetzt kannst du hier aussteigen und die paar Meter wieder zurückrollen, du Arsch. Hallo, einfache Fahrt bitte. Oh nee, das kann doch nicht wahr sein, Mann. Kauf dir dein Ticket verdammt nochmal selber, bitte. Ich hab dafür Danke. Keine Zeit. Guck doch mal, wir haben ich wieder 50 Sekunden. Fahrkarte. Mann, halt die Fresse! Eine Fahrkarte, bitte. Oh Gott sei Dank. So, wir haben's eilig, ey. Und mein Kaffee morgens bin ich wie ein Zombie. Zum Glück gibt es einen Yachthafen-Café in der Nähe. Ich hab's eilig! Waren das jetzt 3 oder 4 Menschen, die ich überfahren habe? Ihr habt's alle verdient! Wann Baron Blades nächstes Spiel veröffentlicht wird. Das ist echt die gemeinste Haltestelle hier, ne? Oh, tut mir leid, ich habe nicht aufgepasst. So ein schöner Tag. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Nein, können Sie nicht. Ich verkaufe heute keine Fahrkarten. Sie müssen schwarz fahren und 120 Euro zahlen. Ich brauche eine Fahrkarte. Das war genau passend! Danke. Ich brauche einige Fahrkarten. Och Mann, halt deine Fresse bitte. Oh. Mann, Alter, wir haben nur Verspätung wegen euch. Wisst ihr das? Deine Mutter. Also eine Sache, die ich mir ganz schnell wünsche als Update, ist, dass weniger Fußgänger den Zebrastreifen benutzen. Weil es laufen viel zu viele NPCs über den Zebrastreifen. Ist die perfekte Gegend um Kinder. Viel zu viele. Müssen weniger werden. Es ist ruhig und sicher. Und du bist trotzdem 20 Minuten in der Stadt. Scheiße, rote Ampel. Hi. Gehen wir heute Abend ins Kino? Oh, echt? Bohnenschwamm. Okay. Sehe ich mir mal an. Klingt spannend. Genau das meine ich. Ständig hast du Fußgänger, die über den Zebrastreifen laufen. Oh, ich hoffe, ich kann unterwegs ein bisschen schlafen. Ring Anza Road. Endstation. Bitte alle aussteigen.
Das wird nichts mit unterwegs starten. Das ist die Endhaltestelle hier, ja? Ja, hier, bitte. Wisst ihr was? Aber vorher kommt ihr nicht drum rum. Alle, die jetzt noch sitzen, ja? Ich kann keinen mehr kontrollieren. Schade. Ich hätte euch jetzt alle nochmal durchkontrolliert, bevor ich euch rausgelassen hätte, ne? Das wisst ihr. Hoffentlich kommt kein Kontrolleur. Hoffentlich kommt kein Kontrolleur. Hoffentlich kommt kein Kontrolleur. Dumm, dumm. Gronkh, Alter, ich habe gerade gesagt, wenn ich könnte, würde ich euch alle nochmal durchkontrollieren, ne, Gronkh? Auch dich! Auch dich! Du reicher Schnösel! Na, sieh mal einer an. Der erste Zahltag ist gekommen. Wenn wir unsere Routen weiterhin bedienen und unseren Fahrgästen den besten Service bieten, entlohnt uns die Stadt regelmäßig. Wie gut hat das denn bitte gepasst jetzt? Wie gut hat das denn bitte gepasst jetzt? Ich sag noch so, wenn ich könnte, würde ich euch jetzt alle kontrollieren. Und dann kommt Gronkh. Hoffentlich kommt kein Kontrolleur. Hoffentlich kommt kein Kontrolleur. Oh, so gut einfach. So gut, Gronkh. Hammer. Ach, schön. Ich habe eine Idee, wie wir unseren ersten Zahltag verbringen. Park den Bus und komm, ich habe eine Überraschung für dich. Ich will's nicht sehen. Ich bin noch 100 pro Minus. Ich will's nicht sehen. Hey, 7K plus, immerhin. Dafür, dass wir 4 Fußgänger angefahren haben, war das echt nichts. Gronkh immer mit perfektem Timing. Ist so. Das ist einfach Gronkh. Er weiß einfach, wann er seinen Einsatz hat. Ach, schön. So, ich soll jetzt... ich soll jetzt den Bus parken, wa? Ach, schön. Ah. Komm mit, Mira. Das ist einer der hiesigen Bushändler. Du kannst jederzeit herkommen, um Busse zu kaufen. Er hat immer die neuesten Modelle. Naja, so viel Geld habe ich jetzt auch nicht für einen neuen Bus, wa? Dann ist ja schon klar, Mira, ich habe 4 Menschen überfahren. Das war nicht billig. Mann. Über diese Benutzeroberfläche siehst du, was er im Angebot hat. Erstmal wieder ein bisschen Intimität mit Mira. Dö, was kaufen wir denn jetzt für einen Bus? Sind eh alle hier gesperrt, also Mercedes 100.000. Ja, kosten alle 100.000, ne? Ich würfle. Ich würfle einfach jetzt. Pass auf. Wo ist denn die App? Ich finde die App nicht. Da. Ach so. So, wir haben wieder 2 Würfel. Einer ist grün, der andere ist grün. Nee, das ist falsch. Einer ist blau, der andere ist grün. So. Blau für den Mann. Und grün für den Mercedes. Blau hat 6, grün hat 2. Das heißt, es wird der Mannbus. Mann, 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 du. Warum ist der Motor jetzt an? Moment. Busse schnell starten. Nie!
Gefällt dir dieser Bus? Weil ja genau sowas passiert. Wenn du unentschlossen bist, such dir an der Station einen anderen aus. Wenn alles passt, fahr zur Ausfahrt, um dieses Modell zu kaufen. Wird langsam bewölkt, ne, oder? Habe ich nur so das Gefühl. Mira, was mit dir? Mache Testfahrten auf dem Hof, habe ich schon. Ja. Gute Wahl. Das ist ein Superbus. Lass uns jetzt zur Lackiererei fahren. Unser Kollege Ted wartet schon dort. Die Hexe ist back! Die Hexe ist back! Hilfe! Wie die Schlampe sich einfach in meinem Bus portet. So, wir sollen jetzt zur Lackiererei, ne? Unseren Bus lackieren mit 29.000 auf dem Konto. Na, ob das was wird? Hör mal, das ist meine Vorfahrt, ja? Bus hat eingebautes Vorfahrtsrecht. Wisst ihr, er hat's kapiert. Eingebautes Vorfahrtsrecht. Vorratsrecht, geht auch. Habe ich ein Recht auf Vorrat? Mann, fahr doch, ey. Ja, du willst abbiegen, also fahr. Oder lässt du dich von mir aufhalten? Ja, komm. Wir sind hier alle zu langsam, ey. Dafür, dass wir hier so einen Zeitdruck haben, ha? Obwohl, jetzt gerade nicht. Wir haben... Uah! Den hätte ich fast nicht gesehen. Ich möchte dir jemanden vorstellen. Das ist Ted Kane. Er ist der Sprecher für wirtschaftliche Entwicklung hier in Angel Shores. Freut mich, dich kennenzulernen. Es ist gut, dass es in der Stadt wieder ein öffentliches Verkehrsnetz gibt. Das wirkt bereits wie ein richtiges Busunternehmen. Sorgen wir für den passenden... Höchste Eisenbahn, unsere Busse mit einem Logo zu versehen. Keine Sorge, die Lackiererei kann uns da weiterhelfen. Mann, ich wüsste halt immer noch gerne, wie man seinen eigenen Skin einfügen kann. Ich würde halt so gerne einen Lord Luxabus basteln, ne? Ich habe gestern mal gegoogelt, nichts herausgefunden. Leider. Ich hätte aber lieber eine Vollverklebung. Sowas wie das hier. Sechstausend. Na dann.
Das nenne ich mal echtes Markenbranding. Sieht toll aus. Ich weiß schon, was wir als nächstes machen. Entschuldige die Störung, Mira, aber ich muss die Expansionspläne mit dir tun. Konfiguration abbrechen, was? Hä? Ich will die Tür aufmachen! Bist du bescheuert, Junge? Hä? Ich möchte die... Verpiss dich jetzt! Alles klar, Ted. Und willst du vielleicht jetzt mit unserem hübsch gemachten Bus nochmal die Route abfahren? Ich rufe dich dann später an. Wie hieß Ihr Stecher nochmal? Ist der das? Machen die jetzt hier ein bisschen... Okay, yo, Leute... Ich danke fürs Einschalten. Ich habe gerade diesen komischen Bug, dass sämtliche Knöpfe, die zum Tür auf- und zumachen sind, das verursachen. Ja, daher danke ich fürs Einschalten und ich hoffe, wir sehen uns zur nächsten bugfreien Folge wieder von Let's Play Bus Simulator 2021. Ciao.